Wie funktioniert das Leben in einem Rollstuhl? Welche Hürden gibt es, die man ohne Behinderung nicht einmal wahrnimmt? Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat die Organisation Licht für die Welt Nichtbehinderte eingeladen, für einige Stunden mit einem Rollstuhl durch Wien zu fahren. Für uns hat der ehemalige Song Contest-Teilnehmer Erik Babileier den Selbstversuch unternommen. Vor dem Experiment gibt es noch eine kurze Einschulung im Rollstuhlfahren durch den Olympiasieger im Rollstuhltennis Nikolaus Langmann. Er sitzt seit seinem zweiten Lebensjahr im Rollstuhl. Grenzen, die ihm dadurch gesetzt sind, hat er schon längst verinnerlicht. Es gibt im Alltag viele Sachen, wo ich nicht hinkomme. Und ich bin halt, dadurch, dass ich es nicht anders kenne, bin ich es auch schon gewohnt, dass ich das halt einfach akzeptiere und halt nicht dorthin gehe. Bald wird klar, was er meint. Hier gibt es zwar eine Klingel, mit der Erik auf sich aufmerksam machen kann, nur es kommt niemand. Erst ein Passant hilft Erik ins Geschäft. Darf ich schon? Ja, bitte. Noch schwerer wird es, als er das Geschäft wieder verlassen will. Guck mal, wir haben da extra. In heller Aufregung. Sie suchen irgendeinen Schlüssel. Ich weiß es nicht. Nach 3 Minuten Warten ist es soweit. Erik kann das Geschäft verlassen. Dankeschön. Beim nächsten gibt es erst gar keine Klingel. Personal ist auch nicht in Sicht. Auf diese Art von Barrieren, die Menschen mit Behinderung von vornherein ausschließen, will Licht für die Welt aufmerksam machen. Es ist ein Prozess, der sozusagen im Kopf beginnt. Und deshalb wollen wir Bewusstsein schaffen für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen. Und Barrieren sind durchaus nicht nur baulicher Art. Dieses Mitleid, was man gegenüber Rollstuhlfahrern oft irgendwie empfindet oder in der Gesellschaft irgendwie rüberkommt, das verstehe ich auch nicht wirklich ganz, weil ich eben, wie gesagt, einfach keinen Unterschied drin sehe, ob man von A nach B geht oder von A nach B im Rollstuhl fährt. Für Erik ist es ein großer Unterschied. Wiederholt bleibt er hängen, braucht 2 Ampelphasen, um die Straße zu queren. Auch der Griff nach dem Weckerl und das Bezahlen ist anders als sonst. Kurzen Moment. Ich komme ein wenig näher. Geht's? Dankeschön. Mit der U-Bahn geht es schließlich zurück. Alles ist ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Man ist natürlich nie auf Augenhöhe mit anderen Menschen. Und wenn man dann in einem Fahrstuhl oder in einer U-Bahn ist mit vielen Menschen, ist es schon, man fühlt sich ein bisschen im Weg. Sein Gesamteindruck nach knapp 3 Stunden im Rollstuhl. Man muss ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Man kann nicht einfach über eine Straße fahren. Sein Vorteil ist, als Proband kann er aus dem Versuch jederzeit aussteigen. Andrea Brückner war mit Erik Babileier unterwegs.